Erste Frage an Sie, Bastian Pastewka. Wovor ekeln Sie sich und warum? Vor zusammengeschrumpelten Luftballons. Und warum? Und warum? Die Begründung ist ganz einfach. Ich bekam als Kind einen zusammengeschrumpelten Hasen, gut, wo noch Natriumsulfidchlorat drin, ja, war. Und der hing auf der Hälfte meines Zimmers. Ne? Also der war erst an der Decke und dann immer klein. Das fühlt sich ganz komisch an. Und dann blieb der aber noch eine Woche. Ich hätte nicht Woche, fragen sollen, warum. Ne? Eine Woche nächstes blieb der noch. Nein, entschuldige, du hast gefragt. Eine Woche blieb der noch auf halber Höhe hängen. Und seitdem kann wir ich. Wir sind in einer Interviewsituation, Basti. Du kannst doch nicht so eine Riesengeschichte erzählen. Ich denke, du musst das alles aufschreiben. Zusammengeschrumpelte Luftballons. Mein Fehler? Herr Giermann, welche drei Dinge gehören in einen gut sortierten Werkzeugkasten? Eier, natürlich eine Säge und Sägemehl. Ja. Herr Pastewka, welchen Prominenten würden Sie niemals mitnehmen auf eine Abenteuerreise? Den Dentagard-Biber.